Ich muss kurz hinter den Traktor. Okay, dann jetzt schnappen wir uns den hier. Die Officer geschützt kümmern sich schon um die. Wir gucken, dass wir den Typen kriegen. Nein! Das ist ein Witz! Das ist ein Witz! Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Es war so geil und dann kommt dieser scheiß Blisterfahrer und fährt uns über den Haufen. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPD FR mit mir, dem Ratzler. Ich muss ein bisschen leiser reden, weil wir haben schon, ich würde mal sagen, früh am Morgen, beziehungsweise noch spät in der Nacht. Ja, wir spielen jetzt eine Runde LSPD FR. Und ich möchte mal eben kurz meine neuen Sachen zeigen, die ich ergattert habe im Sale, im Waffenladen. Und zwar einmal die Glock 17. Die habe ich ergattert, dann habe ich noch einen Elektroschocker ergattert, der, irgendwo hier ist ein Berglöwe, egal, der auch sehr nice aussieht. Und ja, die zwei Sachen habe ich drin. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung, wie immer. Ach genau, und dann habe ich noch, das kann ich aber erst in der Action zeigen, eine M4A1 geholt, quasi gekauft, erworben. Ja, aber wie gesagt, das kann ich euch erst später zeigen, wenn wir dann in der Schießerei sind, die ein wenig härter ist, werden wir uns aus diesem wunderschönen Kofferraum eine M4A1 holen. Und hier haben wir noch Tränengas, habe ich mir auch mal gegeben, weil ich denke mir, für Demonstrationen oder für größere Gruppen ist das ganz praktisch. Und ja, ich würde sagen, wir fahren einfach mal auf Streife, ohne lang zu reden, was ist schon wieder passiert ist, also das lange Reden. Ach genau, Dashcam habe ich jetzt auch noch drin. Und ich habe noch eine Mod drin, dass ein News-Helikopter kommt, wenn wir jemanden verfolgen. Das heißt, somit kriegen die Bürger von San Andreas auch immer mit, was eigentlich so vor ihrer Haustür passiert, damit sie noch fetter werden und gar nichts mehr machen, was außerhalb ihrer Wohnung ist. So, das ist der Hintergrund der Geschichte, der Sache. Hier geht Party ab, den lassen wir mal rumpartien. Guck mal lieber, dass wir unser Zeug kriegen. Wie gesagt, ich muss ein bisschen leiser reden, deswegen entschuldigt mich das Ruhigere heute. Aber ist vielleicht auch mal ganz nett, wenn ich nicht so rumschreie wie so ein Geisteskranker. Wir haben den Driver under the Influence. Das ist da hinten. Checks for... citizens are reporting possible impaired driver. Check for impairing substance. Okay, das heißt, wir halten immer an. So, bleibt hier stehen. Okay, hier bleibt hier stehen. Perfekt. So, wir spielen mal ein bisschen First Person, dachte ich mir. Okay, der fährt weg. Okay, wir schreiben, wir sind hier in Verfolgung. Air Support. Und gucken, dass wir den stoppen. Der ist aber... Wo bleibt er stehen? Steigen Sie aus. Aus dem Fahrzeug. Scheiße. Okay, verdammt. Müssen weiter. Können wir auch mal ein bisschen Dashcam spielen. Also wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Sachen drin. Bleiben Sie stehen. Ich möchte aber eigentlich nicht in Third Person. Aussteigen. Okay. Auf dem Boden. Können jetzt eigentlich die... Wieso gehen sie weg? Guck mal, da ist jetzt übrigens der News-Helikopter. Ne, stimmt gar nicht. Der News-Helikopter ist da. Ne, irgendwo ist der halt. Ey, der rennt! Bleiben Sie stehen! Das reicht mir jetzt. Also da oben. Da ist der News-Helikopter. So, und jetzt bleiben Sie stehen. Wenn Sie jetzt wieder wegrennen, haben Sie eine Kugel im Rücken. Okay. Aua. Irgendwas hat mich da, glaube ich, gerade gepusht. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Löwe oder so. Jetzt. Okay, ich hole mal eben kurz Verstärkung. Das gibt's doch nicht. Jetzt gehen sie auf den Boden. Mein Gott, du kannst sie echt nicht aus dem Sichtfeld hier lassen, ey. Ist ja schlimm. So, ich hole mir einen Transporter. Kommen Sie mal ein bisschen weg aus dem Gemüse hier. Dann wird geschossen. Sollte man da mal unter Unterstützung kommen. Nein! Okay, gut.
Ey, wieso? Ich muss gleich unbedingt mal den Nahkampf. Oh, guck mal, Suicide Attempt. Alles klar, da gehen wir jetzt hin. Wir haben Suicide Attempt. Ich muss echt mal die Taste vom Nahkampf von R muss ich mal wirklich wegmachen, weil, also wer auch immer auf die kam, Reload und Nahkampf auf dieselbe Taste zu legen, der gehört echt geschändet, Alter. So, wir haben Suicide Attempt, das heißt, wir fahren mit Code 3. So, da kommt der Zug. Ja, da hinten, aber das ist noch weit weg. So, was das hier übrigens hier für ein roter Punkt ist, ich habe vorhin ein bisschen gespielt und dabei ist irgendwie ein Punkt verbuggt, weil das mir einmal abgestürzt ist. Also das LSPDFR. Und deswegen ist halt, ach genau, was ich noch machen wollte. Das hier muss weg. So, okay. Entschuldigung der Störung. Ey, aus dem Weg, aus dem Weg. Okay. So. Wieso geht der in Third Person? Ich bin in First Person. So. Okay, wir haben da oben, glaube ich, sind zu. Ne, warte, da hinten. Egal. Wir gehen erstmal zum Commanding Officer. Wo ist denn der? Der steht hier im Krankenwagen. So. Thank goodness you are here. Thank goodness. We need to go to. We need you to go up there fast and convince her to not commit suicide. Ist sie da oben oder was? Come on. Ach, da ist die. Okay. Oh Gott, okay, warte, dann packen wir die Waffe weg. Laufen größeren Bogen. Ich glaube, die mag das nicht so, wenn wir da zu nahe kommen. Und sie sieht noch recht jung aus. Wir müssen sie auf jeden Fall beschützen, da runter zu springen. Denn so etwas macht man nicht. Wie lange der braucht, weißt du? Da bringt sich jemand um und der klettert erst mal 5 Stunden lang diese scheiß Leiter hier hoch. So, weil damit müssen wir jetzt nicht umbringen. Es ist so bescheuert, ne? Da, okay, gut. Das geht da. So, guten Tag. Hey, you're a real psycho. I want to help you. Tell me what I can do to support you. You're not alone in this. Your family is with you. Machen wir mal 3. You're not alone in this. Your family is with you. Who? The only person I love is my husband. Is dead. Sie hat einen Ehemann, ist aber noch ziemlich jung. You need to come down with me and talk there. You don't have to do this. Wir machen mal 1. You don't have to do this. Nobody understands me. Ja, das ist richtig. I promise you the way you're feeling will change. Your husband is waiting for you. Don't do it. Das stimmt aber nicht, weil der ist ja tot. You'll get better. I promise the way you're feeling will change. 1. Will change. I can't see any way out. Nein, du siehst einen way out. I can't do it, I'm gonna get down. Ja, wir haben es geschafft. Ja. Oh, hallo. Good job. So, ich würde sagen, wir nehmen sie erstmal in. Achso, warte, vielleicht ohne Waffe. Geht es in den Krankenwagen? Nee, geht die nicht. Okay, dann bleiben sie bitte mal stehen. Guten Tag, dann werde ich sie so mitnehmen, weil sie müssen auf jeden Fall psychische Behandlung. Es geht ja nicht, dass sie jetzt hier so frei rumlaufen können. Ich hole für sie einen Transporter und dann werden wir gucken. Ich kann die jetzt unmöglich hier in die Wildnis entlassen, weil das, ist glaube ich nicht so gut. Wieso springt der eigentlich von diesem 10-Meter-Ding da hinten anstatt hier, oh, wobei das glaube ich auch nicht viel höher. So, ja, hier, nehmen sie mal mit. So, wir gehen mal weiter auf Streife. Wie gesagt, halt mal ein bisschen ruhiger. Emergency Carjacking, alles klar, da gehen wir jetzt hin. Emergency Carjacking. Alles klar, das probieren wir jetzt mal. Proceed with caution. Oh, passen Sie auf. Okay, danke. Guck mal, dass Sie ausweichen, das ist krass. Oh Gott. Okay, wir müssen immer über die Train Tracks. Wobei, noch können wir parallel fahren. Außer der biegt da vorne jetzt links ab. Oh Gott. Ah, der geht, glaube ich, eh geradeaus, oder? Der geht geradeaus, perfekt. Also wir müssen gar nicht über die Train Tracks. Wir können hier neben den Train Tracks fahren. Train Tracks, Train Tracks, Train Tracks. Voll behindert. So, vorne, Achtung, an der Kreuzung. Da komm ich, oh Gott. Okay, wir fahren mal ganz professionell. Kann man auf Dashcam umschalten. Ich finde Dashcam richtig nice. Ich finde echt gut gemacht. Auch mit der KMH und so, es kommt echt nah an die Vorbilder ran.
an den echten Dashcams. An die echten Dashcams, mein Gott. Heute ist mein Englisch wieder so richtig. Naja, wie gesagt, wir haben früher Morgen. Damit rechtfertige ich mich jetzt. So, das ist ein etwas größeres. Das ist der Suburban. Hat, glaube ich, jemand in die Kommentare geschrieben. Danke auf jeden Fall nochmal dafür. Oh Gott. Okay, bleiben Sie stehen. Scheiße. Wir haben zumindest einen Reifen. Einen Reifen haben wir. Jetzt schlittert jetzt leichter. In der Theorie zumindest. Wir holen mal gleich hier Air Support. Und Local Patrol. So, mal, der Reifen ist schon platt. Scheiße, der sneakt sich hier durch, ey. Das ist unglaublich. Okay, pass auf, wir probieren jetzt zu drehen. Oh ja, Mann, da macht einer... Ah, schade. Schade. Okay, pass auf, wir probieren zu drehen. Oh Gott. Wir probieren ihn zu drehen. Fahren jetzt einen ran. Komm, jetzt perfekt. Und ziehen rüber. Scheiße. Oh Gott. Ja, Mann, der ist gedreht. Steigen Sie aus. Scheiße. Aber wir haben zumindest schon ein paar Reifen zerschossen. Das ist ganz gut. Das heißt, der kommt jetzt vielleicht ein Schlittern. Den kriegen wir auf jeden Fall noch. Den kriegen wir auf jeden Fall noch. Übrigens, das blaue Icon auf dem Radar, was jetzt ungefähr neben Suspect ist, vorm Suspect, ist der News Helikopter, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ey. Hier. Wir holen mal eben, wobei, nee, ist unrealistisch. So, der macht hier schon. Ist der gerade hingefallen? Wie behindert sah das denn bitte aus? Der Helikopter können, glaube ich, abdrehen, oder? Können ja mal für den News-Helikopter winken, der da oben ist. Also auch die News-Helikopter-Textur. Wie gesagt, alles schön in der Beschreibung verlinkt. Ja. Jetzt sind wir hier. Für sie kommt gleich ein Transporter, glaube ich. Und wir reparieren auf jeden Fall einmal. Weil ich glaube, wir haben schon ein bisschen Schaden genommen. Und fahren dann wieder zurück in die Wüste, weil hier ist nicht unser Einsatzgebiet eigentlich. Das hier gehört ja schon zu Dos Santos, soweit ich weiß. Oder? Ja, wobei. Aber wir sind Highway Patrol. Wir sollten eigentlich schon in der... Achso, erstmal sollten wir vielleicht die Sirene ausmachen. Nee, wir sollten auf jeden Fall schon in der Wüste bleiben. Einfach des Realismus ist halber. Macht das schon mehr Sinn. Moment, das ist ein Fahrradfahrer. Pass auf, den halten wir mal an. So. Fahren Sie mal rechts ran, der Fahrradfahrer. Das hat mich ja flüchtet. Okay. So. Erstmal schön auf dem Radweg parken. Guten Tag. Ich würde nur gerne meine allgemeine Verkehrskontrolle machen. Dafür brauche ich Ihre ID. Ja. Sind aber ziemlich sportlich unterwegs heute, ne? So, wir haben... Ach du Scheiße, der Name, ey. What the fuck? Jetzt weiß ich, warum Trump die Ausländer raus möchte. Der war fies, so. Zitravkovic. Also, das kann man dem Officer doch nicht zumuten, solche Namen einzugeben in den USA. Suspect wanted by LSPD. Ausgerechnet ein Radfahrer. Die friedlichen Öko-Leute unter uns. Die Leute, die die Umwelt nicht belasten wollen... Machen so ein Bullshit. So, dann steigen Sie mal bitte aus. Gehen Sie bitte mal runter und dann, wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich Sie festnehmen. Ah, da hat, glaube ich, nichts dagegen. Da hat nichts dagegen. Perfekt. Okay, Sie werden gesucht vom LSPD. Gehen Sie bitte aus dem Weg, außer Sie werden von dem Truck überfahren werden. Ihr Fahrzeug wird, oder Ihr Fahrrad wird natürlich auch abgeschleppt. Und sie kommen jetzt mit, sie sind gesucht und werden dann eine gerechte Strafe bekommen, ne? Tschüss. Wieder aus, Alter, hat der schwarze Beine. Also, der ist doch oben weiß, oder? Was hat denn der für Dinger an? Egal, wir machen weiter. Ach, da ist das Fahrrad jetzt drin, okay. Wir fahren einfach weiter fort. Ich habe keine Ahnung, was das für... egal, so. Was soll ich, wenn wir LKW anhalten?
Aber bei komm, nee. Drugs Runners im Vehicle. Nö, komm, heute nicht. Wir müssen ein bisschen zurückfallen in unser Gebiet, deswegen nehme ich die Einsätze hier mal nicht an. So ein bisschen mal in Richtung Sandy Shores fahren. Oh, die Dashcam ist nice. Alter, what the fuck? Was war das denn? Okay, pass auf. Den krallen wir uns. Alter, was? Wobei, eigentlich hat er nicht mal eine Schuld. Nee, komm, wir lassen den mal in Ruhe. Nur, warte mal. Da war doch gerade, also gerade ein Reifen geplatzt, oder? Bei einem Typen da vorne, pass auf, den holen wir uns. Also den holen wir uns aber wirklich. Also ich kann hier so unmöglich weiterfahren. Also das geht nicht. Pass auf, wir halten sie an. Mal bitte rechts ranfahren. Okay. Hallo. Ich glaube, ich reach erstmal ihre Car Keys. So. Dann hätte ich gern mal ihre ID. Weil, also sie können so auf gar keinen Fall weiterfahren, weil zum einen machen sie hier den wie heißt das auf Deutsch, hier die Straße kaputt, mein Gott. Mein Gott, wie heißt denn das Wort da, Landstraße? Und zum anderen ist das eine Gefährdung für, muss kurz den Namen eingeben. Das ist eine Gefährdung für den Straßenverkehr, wenn sie hier ihre Felge reinigen quasi. Der Herr, das sonst gegen sie nichts vorlegt. Okay, egal. Da das sonst gegen sie nichts vorliegt, belasse ich es einfach daher, dass sie das Auto verlassen und ihr Auto abschleppen und sie dann von selber nach Hause verhindern müssen. Sie haben beide eine riesige Stirn. Sie sollten auf jeden Fall auch ihre Kleider wechseln. Aber ihr Auto ist auf jeden Fall jetzt erstmal... Ey, wieso beleidigen sie mich? Also sie müssen auf jeden Fall alleine nach Hause finden, weil ihr Auto kann so auf gar keinen Fall weiter gefahren werden. Und deswegen sage ich tschüss und genau, das sage ich auch noch. Alter, ist ja okay, pass auf, wir interagieren jetzt und sie können gehen. Ja, dass sie nichts gemacht haben. Und nicht in ihr Fahrzeug. Oder sie können auch gerne mitfahren. Ey, okay, pass auf, das reicht mir jetzt. Aussteigen. Aussteigen und auf den Boden legen. Okay. Auf den Boden. Alles gut. Auf den Boden legen. Jetzt sieht's festnehmen wegen Beleidigung. Und wegen Respektlosigkeit. Ja, ich war so freundlich zu ihnen. Und sie... Warum steht da ein Adder? Egal. Dann gucken Sie mir bitte mal nicht so auf die Pelle, ja? Ey, Sie haben mein Auto beschädigt. Sie steigen auch mal gleich aus, ja? Steigen Sie auch mal aus. Nehmen Sie auch mal eben fest. Okay. Sie haben mein Auto beschädigt. Das ist Beschädigung des polizeilichen Eigentums. Deswegen werde ich auch für Sie einholen. Wobei im Prinzip ist das eigentlich voll unrealistisch. Eigentlich müsste ich das freilassen. So, wie das frei. So. Sie dürfen gehen, bekommen aber von uns dann eine Rechnung. Scheiße, jetzt kann ich sie nicht. Ich hänge fest. Ich hänge in der Luft fest. Ich häng fest. Okay, wir lassen aber mal die Karre abschleppen. Ich häng fest, Leute. Puh. What the fuck? Ich häng fest. Warte mal. Okay, jetzt geht's wieder. Muss gerade kurz ein Auto spawnen. Ja. So, wir fahren mal weiter. Ja, ein paar Bugs hat alles mit die Verarschung noch, das stimmt. Aber das Große und Ganze ist echt eine coole Mod. So, wir machen aus. So, wir überholen mal hier. Ah! Also das ist ja selber schuld jetzt. Weißt du, ich fahre extra links vorbei und der Typ... Ne. Reckless Drive, nee, wir müssen jetzt mal zurück nach Sandy Shores. Hier ist gar nicht unser Einsatz. Jetzt habe ich es angenommen, egal. Wir müssen es ja nicht unbedingt machen. Hol uns kurz einen anderen Einsatz, der... Genau, hier, perfekt, so. Oh Gott. Scheiße. Officer Homicide. Pass auf, warte mal, wir reparieren mal. Oh Gott.
Oh Gott. Komme ich jetzt hier raus? Oh Scheiße, Alter. Ich häng fest. Wie habe ich das jetzt geschafft? Oh, warte, ich komm frei. So, komm. Mein Gott, ey. Also heute fahre ich echt ein bisschen. Heute ist echt der Wurm drin der Folge. Wobei, es war schon mal schlimmer. Es war schon mal schlimmer. Aber ich hänge irgendwie heute ein bisschen fest. Bin hängen geblieben, aber ist ja nichts Neues. So, da vorne ist der. Der hat einen Officer umgebracht. Das heißt, wir werden da mit voller Härte zugreifen. Das heißt, wir steigen mal kurz aus. Und werden uns das Gewehr von hinten holen. So, dass wir den. Und haben auch dann gleich eine Schutzweste an. Jetzt haben wir nämlich hier das M4A1. Das ich eh nochmal zeigen wollte in der Folge. Dann ist jetzt eh die Gelegenheit dazu. Das heißt, wir werden auch gar nicht nach vorne gehen und fragen, sondern wir werden instant uns hinten ranstellen und verhaften. Weil es sonst einfach zu gefährlich ist, da er einen Polizisten schon mal umgebracht hat. Und da können wir auf gar keinen Fall ein Risiko eingehen. Der muss jetzt auf jeden Fall geschnappt werden. Wo ist denn der Typ? Ach, da vorne. Okay. Okay. Approach with caution, wie die Frau schon sagt. Werden auch mit Vorsicht vorgehen. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, wir werden nicht wieder draufgehen, so wie letztes Mal, wo ich auch mit Vorsicht vorgegangen bin. Zumindest angeblich. Pass auf, erstmal ziehen wir sie raus, weil sie sind viel zu schnell, ja? Ah! So, was machen sie hier? Okay, pass auf. Aus dem Fahrzeug raus. Auf den Boden, auf den Boden. Ey. Scheiße. Okay, wir müssen die verfolgen. Auf dem Boden. Warte mal. Scheiße. Brauchen die Unterstützung. Scheiße. Ich gehe gleich drauf. Ich muss kurz hinter den Traktor. Okay, dann jetzt schnappen wir uns den hier. Die Officer Geschütz kümmern sich schon um die. Wir gucken, dass wir den Typen kriegen. Nein! Das ist ein Witz! Das ist ein Witz! Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Es war so geil und dann kommt dieser scheiß Blisterfahrer und fährt uns über den Haufen. Was ist das? Wieso fahren die alle so scheiße in dem Spiel? Das ist doch ein schlechter Witz, Alter. Ist das so eine geile Situation? Und dann kommt einfach einer und fährt uns über den Haufen. Ja, scheiße, Alter. Toll. Na gut, Leute, ich würde sagen, bedanke ich beim Blisterfahrer, dass die Folge jetzt früher endet. Wieso fährt der uns über den Haufen, Alter? Es war so eine coole Situation. Mann. Naja, gut, okay. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer Folge von LSPDFR. Ja. Ist ein bisschen überraschend, das Ende jetzt. Ich wollte eigentlich ein bisschen länger machen. Ich wollte den Fall noch zu Ende machen, aber okay. Wir haben eh spät. Das heißt, ich sollte jetzt immer langsam ins Bett gehen. Beziehungsweise, ja doch, wir haben früh am Morgen, beziehungsweise spät am Abend, wie man es nehmen soll. Ich werde jetzt pennen gehen und die Folge noch kurz schneiden. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne sehen wir uns in der weiteren Folge von LSPDFR. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss auch.